Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir unser eigenes Restaurant gründen und erbauen. Und ja, wahrscheinlich wird es mehrere Teile geben. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich hätte gesagt, wir fangen sofort an, gleich nach dem Intro. So Leute, jetzt brauchen wir erstmal einen Namen für unser Restaurant. Ich hätte gesagt, wir nennen das Ganze einfach Action Wolf und dann Bude oder so. Das ist, glaube ich, ein guter Name, weil, ja, das passt bestimmt gut zu mir irgendwie. Und ja, dann hätte ich gesagt, wir tun sofort das Restaurant auswählen, was wir denn so als Grundsubstanz benötigen oder ja, was wir da hinbauen halt. Ich hätte gesagt, wir nehmen, ja, das sieht nicht mal so schlecht aus, daraus könnte man was bauen. Oder wir nehmen das hier? Das hier wäre auch nicht so schlecht. Bin gerade am Überlegen, Leute. Oder wir nehmen halt einfach nur so eins, wo halt hier überall Glas ist. Ich weiß es nicht, Leute. Wir könnten auch eins hier mit Schiebetür machen. Das wäre auch nicht so schlecht. Oder wir bauen halt irgendein Restaurant und tun es am Ende dann einfach abreißen. Ich glaube, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Ich hätte einfach gesagt, wir nehmen das Restaurant jetzt hier, bauen das einfach und dann tun wir jetzt einfach die ganzen Wände und das Dach abreißen und bauen einfach komplett selber neu. Das wäre, glaube ich, die beste Möglichkeit. Aber wir müssen erstmal hier die Gäste bedienen und müssen erstmal für die kochen, weil wir noch keinen eigenen Koch haben und auch noch keinen eigenen Kellner. Und deswegen, ja, müssen wir das Ganze erstmal machen und danach können wir auch unser Restaurant, ja, verschönern. So, ich habe mir das jetzt, glaube ich, aufgeschrieben. Jetzt kann ich sogar kochen. Das ist gut. Wir sehen hier auch die ganze Animation, was wir denn alles machen müssen. So, das erste Essen ist auf jeden Fall jetzt schon fertig. Dann schreiben wir das nächste auf. Perfekt, kochen. So, also momentan läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, das nächste Essen ist schon fertig. Perfekt. Und zack. Hier auch ein bisschen schneiden. Dann hier ein bisschen kochen. So, und das nächste Essen ist auch schon fertig. Die kleine Kinder-Bratwurstbox oder so, was das auch immer sein soll. So. Ich hätte auch gesagt, wir können, glaube ich, jetzt schon in den Baumodus und können jetzt schon die Wände abreißen. Ja, genau. Wir verkaufen die mal. Du kannst Artikel erst ab Tag 4 verkaufen. Okay. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben momentan immer noch Tag 1. Ja, ein paar Tage müssen wir noch warten, aber ich glaube, das kriegen wir auch rum. Irgendwie. Hoffe ich. Das wäre ein bisschen schlimm, wenn nicht. Nein, das kriegen wir schon hin. Und danach tun wir einfach unsere ganzen Wände hier abreißen und dann bauen wir komplett neu. Den Cheeseburger können wir schon mal ausliefern und jetzt können wir schon das nächste kochen. Ich finde ja so welche Simulationsspiele eigentlich richtig cool gemacht, weil man lernt das so ein bisschen, was man halt jetzt in der Küche hier machen muss und ja, eigentlich voll cool. Also in Wirklichkeit geht es halt eh nicht so schnell, das weiß ich auch, aber man lernt so ein bisschen was halt. Und das finde ich auf jeden Fall voll cool gelöst. Und jetzt bekomme ich ja auch gleich Geld. Hoffe ich. Ah nee, die bestellen sogar noch was. Ey, wir bekommen am Ende richtig viel Geld. Die bestellen bloß und bestellen und bestellen. Das ist echt das Beste. So, jetzt wird es erstmal gebacken. Perfekt. Die Brezeln sind fertig. Oh, hier bitte. Die Teller können wir abräumen. Jetzt will er auch noch Brezeln. Also ich glaube heute, ey, wir verdienen richtig viel an den ganzen vier Leuten hier. Also wirklich. Die tun schon zum dritten Mal oder so bestellen gefühlt. So, und es ist fertig. Perfekt. Der Käsekuchen ist auf jeden Fall schon fertig. Für die Frau hier. Oder das war irgend so ein Erdbeerkuchen. Ich weiß es nicht. Und jetzt können wir noch die Brezeln machen. Okay, der Tag ist jetzt rum. Tag 1 ist abgeschlossen. Das haben wir insgesamt alles erreicht. Wir haben 8 Erfahrungspunkte für 8 Bestellungen aufgenommen. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön viel. Wir haben auch schon ein bisschen was hier an Geld bekommen. Und jetzt können wir hier auswählen, was wir noch in unser Restaurant reintun wollen. Also an Gerichten. Ich hätte gesagt, wir nehmen den Hotdog und so. Weil ich glaube, das nehmen die meisten Leute. Weil das andere, ich weiß nicht. Oh, wir müssen aufpassen. Unser Ofen brennt. Oh, shit. Habt ihr es gesehen? Verbrannte Brezeln waren das irgendwie. Oha, Leute. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Eigentlich, es war nicht knapp. Die haben schon gebrannt. Also, guten Appetit auf jeden Fall. Aber, ja. So. Und jetzt hoffentlich bezahlt ihr. Weil, ja, wir brauchen Geld. Ja, perfekt. $25 oder so. So, den Teller können wir hier auch wegtun. Euch tun wir gleich mal hier hinsetzen. Perfekt. Und die $27 bekommen wir. Einwandfrei. Die Bestellung nehmen wir gleich auf. Und ja, sie wartet wahrscheinlich noch mit ihrer Bestellung. Dann tun wir dich jetzt hier schon mal an diesen Tisch hier setzen. Und den anderen auch. Und dann nehmen wir eure Bestellung auch gleich auf. So, perfekt. Und jetzt kochen wir es. Hier schnipseln. Dann hier in die Fritteuse. Ist es eine Fritteuse? Nee, das ist eine Pfanne. Egal. Alles gleich, passt schon. Dann hier die Bratwurst ist fertig. Die bekommst du. Nee, die bekommt er. Sieht auch irgendwie lecker aus. Also, ich hätte da auch jetzt auf jeden Fall Hunger drauf. Auch so eine Bratwurst
mit so Kartoffelstücken. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. So schön schnipseln. Perfekt. Und die Kinderbox ist auch fertig. So, guten Appetit. Ich weiß nicht, wo kann man denn sehen, wie viel das Ganze kostet? Hier, Kindermenü ansehen. Ah, hier sehen wir es. Ja gut, $8. Ich muss schon sagen, das ist schon sehr, sehr günstig. Irgendwie. Also allgemein, Kindermenü ist auf jeden Fall sehr günstig. Oder ist doch, glaube ich, das Kindermenü, ja. Und das normale Menü? Ja gut, auch schon ganz schön günstig doch, oder? Na gut, so Hähnchenschenkel, Normalpreis. Gut, ich finde den Hotdog ein bisschen teuer. Aber ich weiß nicht, wie der in echt kostet. Der kostet ja auch $8? Ich weiß gar nicht. Aber so ein Menü hier mit Burger und Pommes, also das ist schon so schon sehr günstig irgendwie. Ja, und hier so ein Schnitzel für $8. Also ich muss schon sagen, schon sehr, sehr cool. So, esst ihr jetzt auch oder seid ihr schon fertig? Nee, ihr esst noch. Okay, dann warten wir. Wir können ja leider immer noch nicht anfangen, hier das Haus abzureißen. Wann habt ihr endlich fertig gegessen? Ich will hier weiter servieren. Ach, die Bestellung auch noch aufnehmen. Auch nicht schlecht. Wusste gar nicht, dass die gar nicht angezeigt werden. Aha, interessant. Dann können wir hier mal weiter kochen. Die Bestellung wurden einfach nie angezeigt. Das ist das Beste überhaupt. So, perfekt. Jetzt essen die beiden hier auch. Und die hier essen auch. Und er hat auch sein Essen ausgepackt. Ich dachte schon, irgendwie war es schon merkwürdig. Mal schauen, ob sie jetzt noch was bestellen. Nee. Aber $16, schon ganz schön viel. Und wir haben jetzt halt einfach schon $433. Also das ist schon wirklich sehr viel für den Anfang. Und das ist auch gut eigentlich. Muss ich schon sagen. So, die Hühnchenscheibe auch auf. Perfekt. So, und jetzt kochen wir. Ich glaube, er braucht auch noch eine Bestellung, oder? Nee, er will wirklich gar nichts. Okay, wir haben jetzt 9 Erfahrungspunkte, weil wir nämlich 9 Bestellungen aufgenommen haben. Das ist auch ganz schön viel. Und wir haben 6 Kunden bedient. Wir nehmen diesmal hier die Cookie-Kekse. Weil ich glaube, das ist eine gute Idee. Also habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Weil das werden wahrscheinlich viele nehmen. Ich habe auf jeden Fall schon eine grobe Vorstellung, wie ich mein Restaurant machen werde. Also ich will auf jeden Fall hier hinten so Flachbildfernseher hinmachen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Irgendwas sagt mir, das ist eine gute Idee. Es wird echt Zeit, dass wir bald mal einen Koch einstellen. Ich glaube, das wird das Erste, was wir auf jeden Fall machen werden. So, einmal hier und einmal hier. Wir haben einfach 2-mal das gleiche Essen bestellt. Auch nicht schlecht. Und jetzt brauche ich mal wieder Geld. Geht ihr jetzt oder bekomme ich noch Geld? Ja, perfekt. Jetzt kommen gleich die Nächsten. Und ich glaube, Tag 3 ist auch gleich rum. Welchen Tag sind wir denn überhaupt? Wissen wir das irgendwie hier? Nee, ich glaube, man sieht das irgendwie nirgendwo. So, die Chicken. Perfekt. Bei ihm wundert es mich nicht, dass er Chicken will. Er hat nämlich irgendwelche Chicken-Ohren. Auch nicht schlecht. Ich will mal schauen, ob ich jetzt schon das Ding hier abbauen kann, das Restaurant. Würde ich auf jeden Fall feiern. Bitte geh. Nee. Ah, ab Tag 4 kann ich das. Okay, ja. Dann kann ich das ab den nächsten Tag. Das ist gut. Hier erstmal deine Bestellung auch noch aufnehmen und eure auch. Perfekt. Ich weiß gar nicht, warum manche Animationen hier gar nicht angezeigt werden. Irgendwie ist das ein bisschen blöd. Aber naja, gut, was willst du ändern? Man muss es so nehmen, wie es ist. Ich hätte auch gesagt, dass wir gleich unseren Koch einstellen. So. Und das letzte jetzt auch noch kochen. Perfekt. Ah, da muss noch irgendwas gemacht werden. Das hier. Jetzt habe ich aber einen geilen Bug. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt ist fertig. Den Cheeseburger bekommst du hier. Er hier bekommt die Zwiebelringe. Und sie hier den Cheeseburger. So, jetzt kann ich den Koch einstellen. Koch einstellen, $200. Das ist perfekt. Haben wir den ersten Koch auf jeden Fall jetzt schon mal. Sehr, sehr gut. Das ist ein angehender Koch. Der muss jetzt von uns erstmal das ganze Zeug lernen. Sozusagen ein Auszubildender. Oh, ich habe heute 13 Bestellungen aufgenommen. Ich werde irgendwie immer besser. Ja, das können wir ja nur auswählen. Deswegen müssen wir das nehmen, oder? Ah, nee. Wir können jetzt hier was auswählen. Wir nehmen, hätte ich gesagt, die Donuts, oder? Oder will jemand hier Macaroni mit Käse? Nee, wir nehmen Donuts. Ich glaube, das wollen mehr Leute. So. Jetzt nehmen wir mal die Bestellung hier auf und zeigen unserem Koch, wie er die nämlich kochen soll. Schaust dir auch wirklich ganz genau an. Das muss nämlich gut machen. Bei mir in der Küche, da gibt es bloß gutes Essen. Hier erstmal das Geld einsammeln. Das nächste auch erstmal kochen. In der Zeit hier mal die 2 Leute bedienen. So. Schnipseln. Und fertig ist das Essen. So. Und den Cheeseburger hier drüben hin. Eure Bestellung nehme ich auch gleich auf. Kochen. Er hat schon ganz schön viel gesammelt an Level. Also an Erfahrung eher gesagt. Perfekt. So. Und rausholen. Und fertig. Also ich muss schon sagen, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Eine Bestellung fehlt uns noch. Dann ist unser Koch komplett und dann kann er nämlich auch kochen. Er will hier die bayerische Sahne. Das ist eine gute Wahl. So, und fertig. Perfekt. Hier bekommt ihr seine Sahne und eure Teller nehme ich. Unser Koch ist jetzt fertig. Er ist nämlich jetzt Level 1, also kann er jetzt auch kochen. Und das Ganze werden wir jetzt gleich ausprobieren, wenn ich die Bestellung aufnehme. Und ja, er kocht selbstständig. Perfekt. Einwandfrei. Kann ich jetzt nämlich schon hier bauen? Ich glaube nämlich noch nicht. Doch, ich kann es jetzt schon abreißen. Perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Dann reiße ich das Ganze nämlich jetzt ab. In der Zeit kann nämlich unser Koch nämlich das Ganze hier übernehmen mit dem Kochen. Ja.
perfekt und alles verkauft. Die Küche müssen wir nämlich noch lassen, sonst können wir nämlich nicht kochen. Aber sonst haben wir eigentlich jetzt alles abgerissen. Fußboden bleibt auch so, wie er ist. Und ja, ich hätte gesagt, soweit haben wir es jetzt auf jeden Fall auch. Ich hätte gesagt, ich beende jetzt die Folge hier auch. Wenn es euch bis dahin auf jeden Fall gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall mal alle ein Abo da und einen Like. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr abonniert habt, weil dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Mal ja ein Video hochlade oder wenn ich das nächste Mal live gehe. Und ja, dann, Leute, hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder zu einem neuen Video oder zu einem neuen Livestream. Haut rein, ciao, Action Wolf und ciao.